Hallo und herzlich willkommen zum 9. Teil meines Let's Plays von Siberia The World Before. Das Video stammt aus einer Streaming-Session auf Twitch. Ich habe lediglich Unnötiges herausgeschnitten. Außerdem füge ich Kapitelmarker hinzu. Diese findet ihr unten in der Beschreibung, bei YouTube auch in der Abspielleiste und bei PeerTube auf meiner Instanz über den Kapitelbutton im Player. Leider gab es während der Aufzeichnung ein paar Probleme mit der Netzverbindung. Die daraus resultierenden Ruckler in Bild und Ton bitte ich zu entschuldigen. Siberia The World Before ist ein 3D Point-and-Click-Adventure aus dem Jahr 2022 und die Fortsetzung der Siberia-Reihe von Benoit Sokal, in der es bereits 3 Titel gibt. Ich freue mich über eure Kommentare und wünsche viel Spaß beim Zusehen. So, wir gehen wieder zurück und schauen uns mal an, was hier 1983 passiert. Bist du das, Katie? Ja, Mom. Wer soll es denn sonst sein? Okay. Das Haus durchsuchen und die Spieluhr finden. Noch ein Brief für Dad. Letztes Mal hat Mom tagelang gebraucht, sich zu überwinden, ihn zu öffnen. Opa und Oma aus New York haben mir das zu meinem letzten Geburtstag geschenkt. Ich sollte es wirklich lesen. Oder wenigstens Eselsohren reinmachen, damit es so aussieht. Ja, das haben wir ja schon gesehen, gehört, dass sie das wohl mal hatte. Ein Brief. Liebste Sarah, dein Vater und ich möchten dir unser tiefstes Mitgefühl dafür ausdrücken, was Richard zugestoßen ist. Wir machen uns Sorgen um dein Wohlergehen. Sarah, Schatz, du bist erwachsen, aber wir sorgen uns immer noch um dich. Wir haben uns dich so sehr gewünscht, du warst unser kleines, großes Wunder und auch wenn du jetzt schon eine junge Frau bist, die selbst ein Kind hat, ist es schwer für uns, dich leiden zu sehen. Du warst immer unser ganzer Stolz. Denk daran, Liebes, wir sind hier, wenn du uns brauchst. Wir sind immer für dich da, solange wir leben. Wir sind bei dir, egal was im Frühling zu deinem Geburtstag sein wird. Sag uns einfach Bescheid, wenn du möchtest, dass wir eine Weile bei dir wohnen, bis du wieder auf die Füße kommst und wir sind bei dir, ehe du dich versiehst. In inniger Liebe, Mama und Papa. Ist also irgendwas scheinbar Schlimmes mit dem Vater passiert. Ich erinnere mich auch jetzt tatsächlich spontan nicht, ob das in früheren Serienteilen Gegenstand ist. Das Klavier, das Mom bestellt hat, wird bald geliefert. Ich hab's nicht übers Herz gebracht, ihr zu sagen, dass ich lieber ein Schlagzeug wollte. Okay. Mom hat schon wieder welche gekauft. Tabletten. Doch irgendwas. Einmal nicht. Wow. Ich hoffe, ich kann um die Welt reisen, wenn ich groß bin. Wow, das hat ja zumindest teilweise funktioniert. Oh, hallo Spätzchen. Hi, Mom.
Ist alles in Ordnung, Katie? Was machen die Hausaufgaben, Spätzchen? Da ist die Spieluhr. Wir haben ja scheinbar noch nicht alles gefunden, was es zu finden gibt. Die Aufgabe war, das Haus durchsuchen und dann die Spieluhr nehmen. Also durchsuchen wir noch ein bisschen. Offenbar sind Moms Freunde gestern Abend hier gewesen. Sie trifft sie oft, seit das mit Dad passiert ist. Vielleicht zu oft. Komm schon. Ich sitze schon seit Stunden in meinem Zimmer und zerbreche mir den Kopf über die Matheaufgaben von Miss Wormwood. Ich habe eine Pause verdient, oder nicht? Mami, darf ich raus und mit Olivia spielen? Das hängt von dir ab, Spätzchen. Bist du mit den Hausaufgaben fertig? Das heißt wohl nein. Ja? Mehr oder weniger? Dann kann ich sie mir ansehen, oder, Katie? Eigentlich ist es zu kalt zum Rausgehen. Ich bleib lieber drin. Hab ich's mir doch gedacht. Gemein. Also durch die Tür können wir nicht, durch die Tür können wir nicht. Wir haben Opa und Oma lange nicht gesehen. Mom sagt, sie kommen wahrscheinlich zu ihrem Geburtstag aus New York zu uns. So, nun haben wir alles gefunden und können die Spieluhr nehmen. Das ist halt auch so eine Szene, ne? Rein spielerisch oder vielleicht auch von einer größeren Rahmenhandlung ist es natürlich jetzt nicht so wahnsinnig wichtig, dass wir das jetzt hier gemacht haben. Aber wir sehen halt ein bisschen was aus der Kindheit von der Protagonistin und es wird ein bisschen emotionale Stimmung erzeugt, damit man das so ein bisschen kontextualisieren kann, das finde ich. Interessant, dass sich das Spiel dafür Zeit nimmt. Das gäbe natürlich bei vielen anderen, auch bei Filmen oder so, gäbe es da wenig Rahmen für, das zu machen.
Du hast deine Spieluhr vergessen. Sei bitte vorsichtig damit, Spätzchen. Wo kommt die denn her? Das habe ich dir doch erzählt. Deine Oma und dein Opa haben sie mir als Kind geschenkt. Sieht aber nicht aus, als käme sie aus New York. Keine Ahnung, sie gehört schon ewig der Familie. Sie ist so toll. Du hast sie immer gemocht, schon seit du ganz klein warst. Schenkst du sie mir, wenn ich groß bin? Vielleicht, wenn du brav bist und wenn ich alt bin. Und wann ist das? Später, Katie. Das dauert noch ganz, ganz lange, wenn ich nicht mehr da bin. Liebe Kate, wo immer du jetzt bist, ich hoffe, dass dieser Brief, auch wenn er traurige Neuigkeiten bringt, dich rechtzeitig erreicht. Oh, mach mal halblang, Olivia. Ach, was soll's. Du willst, dass ich dich anrufe, Olivia? Schön. Ich habe Schlimmeres ausgehalten. Ich sollte es nicht aufschieben. Ich rufe Olivia besser an, bevor mich der Mut verlässt. Aber irgendwo kann man Introspektion machen. Wir haben ja, wenn ich das richtig erinnere, auch kein eigenes Telefon. Für wen hältst du dich, Olivia Foster? Es ist leicht, mich von New York aus zu verurteilen. Du hast keine Ahnung, was ich durchgemacht habe, was ich aushalten musste, seit ich Hans verließ. Da unten ein Telefon gewesen. Ich erinnere mich nicht so richtig.
Das ist nicht die Zeit zum Surfen. Wenn ich Olivia jetzt nicht anrufe, tue ich es nie. Ah, da ist die Introspektion. Ich weiß nicht, warum ich wegen eines einfachen Telefonats so nervös bin. Ich meine, ich habe ganz Europa durchquert, unglaubliche Gefahren überstanden und doch bin ich besorgt, mit meiner früheren besten Freundin zu reden? Wenn ich daran denke, wie ich früher stundenlang mit ihr am Telefon getratscht habe. Also, wovor habe ich Angst? Ja, so gesehen. Die das Begräbnis ihrer Mutter verpasst hat, weil sie tief in einem Bergwerk Steine klopfte. Olivia hat mich sowieso ständig kritisiert, seit ich in Hans Vorarlbergs Zug Valladilen verlassen habe. Ich bin es, die sie kritisieren sollte. Ich meine, sie war es doch, die meine Abwesenheit ausgenutzt hat, um mir Dan auszuspannen. Ach, was mache ich da? Will ich so nachtragend sein? Genau das wollte ich hinter mir lassen, als ich mich entschied, zu Hans in den Zug nach Siberia zu steigen. Und dann meine Reise mit dem Stamm der Yukol, ihr Migrationszug. Komm schon, Kate, meine Güte, hör auf, es hinauszuzögern. Jetzt ruf sie endlich an und bring's hinter dich. Ja, ich kann gar nicht. Muss. Da ist überhaupt kein Kabel an dem Telefon. Anschluss unter dieser Nummer. Hallo? Hallo? Mr. Canton, sind Sie das? Wer spricht da bitte? Hab deinen Brief bekommen. Oh, Kate, den habe ich vor 2 Jahren abgeschickt. Ich weiß, hier war alles kompliziert. Kompliziert? Aha. Und wann kommst du nach New York zurück? Du weißt schon, um das Grab deiner Mutter zu besuchen. Du weißt, dass ich nicht zurück kann. Ich werde immer noch polizeilich gesucht, wegen des Verkaufs der Vorarlbergfabrik. Oh, das habe ich nicht vergessen. Wenn du wüsstest, wie sehr diese Vorwürfe deine Mutter verletzt haben. Besuche von der Polizei, Verhöre und das so kurz nach der Diagnose. Und trotzdem hat die arme Frau immer gehofft, dass ihre Tochter eines Tages zurückkommt. Oder wenigstens in ihren letzten Tagen nochmal anruft. Deshalb rufe ich an, weil es mir nicht egal ist. Nur seit Katjuschas Tod und meiner Flucht aus dem Bergwerk war alles, ja, kompliziert. Und dann ist da die Frau auf dem Bild, Dana. Wovon redest du, Kate? Hör dir mal selbst zu. Nichts, was du sagst, ergibt irgendeinen Sinn. Olivia, bitte. Kate, ich... Okay, hör mir zu. Ich dachte, du hattest viel Zeit, darüber nachzudenken, wie du uns alle im Stich gelassen hast. Mich, deine Mutter, Dan, selbst den armen Mr. Canton. Und vielleicht etwas Reue zu empfinden. Aber das war wohl Wunschdenken. Du rennst Luftschlössern hinterher und ignorierst die, die dich lieben. Klar bist du sauer. Glaubst du, ich bin nicht wütend auf mich? Na, das hoffe ich doch. Aber ich kann nicht mehr ändern, was geschehen ist. Es ist vorbei, Olivia. Alles, was mir bleibt, ist die Frau auf dem Bild. Oh, Kate. Ich hätte es wissen müssen. Und ich hätte dich nie bitten sollen, mich anzurufen. Leb wohl, Kate. Ich hoffe, du findest, was immer es ist, nachdem du die letzten 3 Jahre gesucht hast.
Aber eins ist sicher. Du wolltest allein sein und das wirst du auch bleiben. Okay, los geht's. Neuer Tag, neues Glück. Ein neuer Tag in Wagen. Ich muss die Tram zur Musikakademie nehmen, wo Dana Rose in den 1930ern studiert hat. Mit etwas Glück haben sie dort noch ihre Akte. Schon etwas fragwürdig, dass wir hier diese Wand haben, wo offensichtlich Informationen angeordnet sind. Meistens haben Leute, die so eine Wand machen, ein mächtiges Problem. Aber gut. Demoiselle Leni hat mir gesagt, die Musikakademie ist in der Nähe des Musikplatzes. Vielleicht weiß Frau Wagner mehr. Da kann man mal von ausgehen. Frau Wagner. Ah, hallo. Ah, Frau Walker, haben Sie gut geschlafen? Ja, danke. Kann ich etwas für Sie tun? Ich möchte zur Musikakademie. Können Sie mir den Weg zeigen? Nehmen Sie einfach die Tram nach Norden, zum Musikplatz. Nach Norden? Sollte ich irgendwas über die Akademie wissen? Ehrlich gesagt, heute eher trostlos. Wenn man bedenkt, dass sie einmal das Juwel unserer Stadt war. Studenten kamen aus allen Teilen der Welt, um auf dem Musikplatz zu spielen. So schade,
dass sie ihren früheren Glanz verloren hat. Heute hat sie kaum noch Studenten und kein Geld. Ich war gestern auf der Berghütte am Silberspiegel. Wunderschön. Da möchte ich nicht widersprechen, Frau Walker. Diese Berge sind der Stolz unserer Stadt, genau wie die alte Leni. Leni ist in Wagen hoch angesehen, weil sie im Zweiten Weltkrieg Widerstandskämpferin war, oder? Ah, ich habe davon erfahren, als ich auf der Hütte war. Leni Renner mag eine griesgrämige alte Jungfer sein, aber für uns ist sie eine Heldin. Schade, dass man dasselbe nicht von ihrem Vater sagen kann. Nun ja, jeder hat sein Kreuz zu tragen, wie man so sagt. Wie meinen Sie das? Ich will keinen Tratsch verbreiten. Der Krieg war eine düstere Zeit für alle in Wagen. Alte Erinnerungen lässt man besser ruhen. Offenbar hat die Person, die ich suche, mit dem Zweiten Weltkrieg zu tun. Und dem Aufstieg der braunen Schatten. Schreckliche Zeiten waren das, meine Liebe. Besonders als Wagen nach der Annexion von Ostertal besetzt war. Gott sei Dank bin ich erst nach der Befreiung geboren. Verstehe. Aber ich nehme an, Sie mussten mit den Nachwirkungen dieser Ereignisse groß werden, oder? Oh ja, meine Liebe. Es war, als herrschte eine Verschwörung des Schweigens. Jeder verdächtigte den anderen, selbst enge Freunde. Hatte der andere mit dem Feind kollaboriert? Und wenn ja, dann, weil er davon überzeugt war oder einfach nur feige? War er gar verantwortlich für die Verhaftung oder den Tod eines Familienmitglieds? Das muss schlimm gewesen sein. Eine schreckliche Zeit. Die Person, nach der ich suche, stammt aus derselben Generation. Man kann nur hoffen, dass sie den Wahnsinn damals überlebt hat. Ich muss dann mal los. Danke für Ihre gut, Zeit, Frau Wagner. 2005. Fragen Sie nur, wenn Sie noch etwas wissen möchten. Das ist also in etwa 70 Jahre her, ja. Nun gut, wir können wieder Tram fahren. Budum.
muss man doch sagen, da haben sie auch die Assets doch relativ ökonomisch benutzt. Wir sind ja nun hier schon mal diese Straße entlang gegangen, nur zu einer anderen Zeit. Na gut. Oskar! Geht es Ihnen gut? Ich wurde etwas gebeutelt, aber ich bin froh, Sie zu sehen, Kate Walker. Oskar, oh, ich habe Sie so vermisst. Also, solche Gefühlsausbrüche scheinen mir unangemessen, Kate Walker. Ich hoffe doch sehr, Sie haben so etwas nicht jedes Mal vor, wenn ich den Körper wechsle. Es ist nur, ich habe mir Sorgen um Sie gemacht. Wo waren Sie, Oskar? Nun, der mechanische Instinkt meines Wirts ist mit mir durchgegangen, durch die ganze Stadt. Ich brauchte die ganze Nacht, ihn zu zähmen. Und dann traf ich auf diese kleinen Schlingel. Ja, gut, dass ich in der Nähe war. Hm? Sicher. Also, Kate Walker, was ist passiert, seit wir am Fluss Ballatym getrennt wurden? Vielleicht sollten wir uns kurz setzen, Oskar. Das könnte länger dauern. Haben wir also Oskar wieder gefunden. Das wird ja sicherlich noch wichtig. Und dann hat Demoiselle Leni mir die Adresse der Musikakademie in diesem Viertel gegeben. Verstehe, Kate Walker. Ganz schön verrückt, was? Dass ich dieser Frau hinterherrenne, Dana, die schon ewig tot sein muss. Nun, Kate Walker, Sie wissen, unlogische Denkmuster bereiten mir Schwierigkeiten. Aber was ich durchaus verstehe, ist, dass Sie sie finden müssen. Ist das korrekt, Kate Walker? Ja, das ist korrekt, Oskar. Schön, dass Sie es so gut aufnehmen. Ich sehe keinen fundamentalen Unterschied, ob man Europa auf der Suche nach Mammuts durchquert, auf Straußen durch eine verstrahlte Zone reitet oder Doppelgängern folgt. Das sind keine Dinge, über die ein Automat wie ich sich Gedanken macht. Sonst noch etwas, Oskar? Nun, ich denke, ich könnte Sie fragen, wo es hingeht. Aber ehrlich gesagt ist das nicht so wichtig. Ich folge Ihnen, wo immer Sie hingehen. Und solange Sie meine Dienste benötigen, Kate Walker. Das liegt in meiner Natur als Automat. Danke, Oskar. Oh weh, Sie wollen doch jetzt nicht etwa intim werden, oder? Nein, ich wollte Ihnen nur den Rücken tätscheln. Es wäre mir lieber, wenn Sie von solchen Gedanken absehen würden. Ich bin doch kein Hund. Wo soll das enden? Also, wir sollten los, Oskar. Und Sie hatten sich besser versteckt. Oh weh, ich habe wohl keine Wahl. Ich bin so froh, ihn wiederzuhaben. Ist es wirklich nötig, dass ich hier eingesperrt bin, Kate Walker? Tut mir leid, Oskar. Aber ich will nicht riskieren, sie wieder zu verlieren. Einschusslöcher. Die braunen Schatten müssen hier Menschen erschossen haben. Wie entsetzlich. Die Opfer des Genozids, den die Faschisten im Zweiten Weltkrieg begangen haben. So viele Tote. Ich hoffe, Dana hat überlebt.
Da war da noch ein anderes Geschäft drin. Oh, wir haben schon wieder eine 45 Minuten. Phase beendet. Naja, dann gehen wir noch einmal introspektiv in uns und dann haben wir ja... Oh ja, haben wir auch schon 7:30. Musikerautomat. Sieht genau nach Hans Stil aus. Wie in Barockstadt. Ich kenne Dana nur als Kellnerin auf der Berghütte. Und doch scheint alles hier zu ihr zu passen. Man kann sich leicht vorstellen, wie sie hier an der Musikakademie studierte. Wer weiß, vielleicht wartete Leon eines Tages hier auf sie und überraschte sie mit seiner Rückkehr aus Baltaya. Oh, die Hälfte geschafft. Eine neue Errungenschaft. Das heißt also, an dieser Stelle haben wir 50% des Spiels durch. Seltsam. Wegen der bevorstehenden Umstellung auf Computersteuerung des mechanischen Orchesters auf dem Musikplatz ist es bis auf Weiteres streng verboten, das Klavier zu spielen. Ja, das haben wir ja gelesen, dass sie offenbar geplant, dass das computersteuert ausgelöst wird, damit die Leute das sehen können, ohne dass da jemand spielen muss. Ich glaube nicht, dass ich das direkt öffnen kann. Ich kann es so nicht öffnen. Offenbar ist es mechanisch verschlossen. Das ist natürlich traurig. Traurig, traurig. Wow, schade, dass ich keine Zeit zum Sightseeing habe. Warum eigentlich nicht? Ja, nun nicht so, dass wir irgendwas Besonderes Einiges zu tun hätten. Aber gut.
Genau. Dann ist das offensichtlich die Musikschule und wir könnten sie betreten. Aber weil wir eben schon so weit fortgeschritten sind in der Zeit, machen wir das nicht, sondern... Na, obwohl, wahrscheinlich speichern wir ja, nachdem wir sie betreten haben. Gehen wir vielleicht doch noch ein. Ja. Jetzt haben wir gespeichert. Und an dieser Stelle machen wir dann aber auch Schluss für heute. Also einmal für diese Folge, die dann an dieser Stelle endet. Aber auch für den Stream heute. Und beim nächsten Mal werden wir dann schauen, ob wir hier weitere Informationen über Dana Rose in dieser Musikakademie, falsche Taste, ob wir da noch Informationen über sie finden und herauskriegen, was denn das Rätsel ist. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Lasst gern eure Meinung zum Video in den Kommentaren da oder klickt die entsprechenden Buttons. Das ganze Let's Play gibt's als Playlist auch auf YouTube oder PeerTube, wo ihr mir gerne folgen könnt. Die Links gibt's unten in der Beschreibung. Bis denn dann!